Willkommen zurück zu weiteren taufrischen Folgen unseres Kronos-Feldzuges. Und wir wollen weitermachen mit... Ja, gute Frage, womit wollen wir weitermachen? Mit dieser Frage haben wir ja letztes Mal beendet. Und wir sind uns immer noch nicht so ganz sicher, also ich bin mir zumindest noch nicht so ganz sicher, wo wir denn jetzt als nächstes angreifen wollen. Ich würde spontan sagen, dort wo es noch was zu holen gibt vor den Hauptstädten. Von daher die erhöhten Limits auf jeden Fall. Und gibt's ansonsten noch irgendwas? Den wilden Zorn haben wir ja schon, wenn ich mich nicht verguck. Ansonsten gab's, glaube ich, ja, die Sturmbasis haben wir auch. Irgendwas, genau, das Bollwerk gab's noch. Okay, das war ja, glaube ich, dass hier, Verteidigung günstiger war. Beziehungsweise ihr Verteidigungsgebäude, Garnisonen zu erstellen, leichter ging. Und ansonsten war's das eigentlich so von den Besonderheiten, oder? Feuerkriegerleibgardist, ja, nicht verkehrt. Ist halt die Frage, wollen wir jetzt dann vor den Hauptstädten noch groß alles, also wollen wir wirklich alles einnehmen, alles in eine Farbe bringen, oder wollen wir uns dann, nachdem wir das Wichtigste haben, darauf konzentrieren, den Gegner in den Hintern zu treten, und zwar jedem. Gut, wenn man so betrachtet, was die neutralen Ländereien angeht, es sind nicht mehr so viele. Also so unglaublich viel Zeit wird das nicht beanspruchen, erst recht nicht, wenn wir waschen würden. Aber gut, ich würde sagen, holen wir uns erstmal die erhöhten Limits und werden glücklich damit. Und, ja. Angriff! Uiuiui, wir haben fast alles. Komm, machen wir hier noch eins dazu. Dann gerne mal noch Tauberacken. Einen Energiegenerator. Den Weg zur Erleuchtung hätte ich eigentlich auch gerne, aber es passt erstmal so. Ein bisschen was heben wir uns noch auf. Gut. Her damit. Die Wälder von Askeria, ist es nicht so, dass man hier irgendwie... Also das ist gar keine Spezialmission. Alles klar. Also ganz normal erobern, oder was? Ich hab gar nicht durchgelesen. Wer sind unsere Gegner, erstens? Und zweitens, was kann er? Und drittens, wieso kann er? Und viertens, mit wem kann er? Gut, lassen wir uns überraschen. Also bitte nicht überraschen, überraschen wäre mir lieber. Na gut, überraschen lasse ich mich auch... Ach, ihr wisst schon. Gut, holen wir uns noch einen Geistkampfanzug. Du machst mir noch einen weiteren Generators. Hier, wer kann dir einnehmen? Die Hunde, ihr könnt nicht einnehmen. Ihr könnt einnehmen, sehr schön. Nehmt mal einen. Okidoki. Ihr nehmt auch mit ein. Dann hätten wir schon mal die Position hier. Ich fühle mich irgendwie so richtig auf dem Präsentierteller. Woran das bloß liegt? Vielleicht, dass ich direkt in der Mitte sitze und vielleicht direkt auf einem Hügel in der Mitte. Nee, kann nicht sein. Ja, superb. Dann bauen wir uns mal ein bisschen auf. Allerspätestens für Verteidigungsfälle. Wäre das nicht verkehrt. Obwohl, grenzen wir großartig an. Die Neckhunds sind hier zwar in der Nähe, aber... Sind sie nah genug? Also, grenzen sie jetzt direkt an die Länderei an oder sind sie bloß in der Nähe? Ja, Mac, den Raumhafen habe ich ja. Von daher brauche ich keine Angst zu haben vor Angriffen aus dem Nichts. Macht das die KI eigentlich? Also, ich glaube, in Soulstorm hat es gemacht, dass die KI wirklich sowas wie einen Raumhafen ausgenutzt hat. Macht die KI das in Dark Crusade auch, dass die einfach, wenn sie einen Raumhafen hat, einfach so, flup, da bin ich, Huko. Habe ich in Dark Crusade nie so drauf geachtet, muss ich sagen. Sehr D-O-H-F. Doof. Ja, ein bisschen baue ich mich auf. Das ist bei Verteidigungsfällen wasche ich auf jeden Fall. Bei Defensivfällen... bei Verteidigung wasche ich, bei Defensive aber nicht. Moment mal, Junge. Ist das nicht... Ach, halt die Schnauze. Okay. Ja. Bei Angriff baue ich mich erstmal auf. Bei Defensive wasche ich den Gegner so gut es geht nieder. Ich glaube, das ist so ein guter Kompromiss und so. Ich denke mal. Dong dong. Vespiden. Du alter Krotweise. Alter Krotweise. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie diesen Wortwitz schon mal gebracht habe. Wenn ja, tut's mir leid. Aber der kommt mir einfach spontan immer wieder.
So. Haben wir eigentlich nur... Wir haben nur Zugang von dort vorne, oder? Das ist ja mehr als praktisch. Okay, ich würde sagen, dann gucken wir mal ein bisschen vor. Ich weiß immer noch nicht, wer mein Gegner überhaupt ist. Ich habe doch Geist-Kampfanzüge. Guck mal. 0815 Geist, Beate Use, Kampfanzug bereit. Markieren Sie ein Ziel und wir löschen es aus. Und wir haben nur Necrons. Ja gut, hätte ich mir fast denken können, oder? Die stillen Jäger sind bereit. Seid ihr nicht auch der Meinung, dass wir nicht vielleicht doch mal Hallo sagen können? Ach kommt, sagen wir mal Hallo. Sind wir so freundlich. Mürr, meine Speer. Ihr seid mir mal alle auf Fernkampf, bitte, so gut es geht. Beziehungsweise auf Max-Reichweite. Die Krots können von mir aus rein. Die Hunde ja eigentlich auch, ne? Ist das dann schon die Hauptbasis vom Gegner? Möglich. Aber vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt langsam mal wirklich darauf zugehen, dass die Normanden da rein schnell gehen und wir bloß noch für die Festungen uns lang aufhalten. Einfach nur, weil wir jetzt schon ziemlich lange hier mit den Tau spielen. Ich habe jetzt mal geschaut auf die Spielzeit. Wir spielen jetzt hier mit den Tau schon fast so lange, wie die normale Dawn of War-Kampagne ging. Oder die gesamte Winter Assault-Kampagne. Also die gesamten Winter Assault-Kampagnen. Unser gesamter Winter Assault-Durchlauf hat jetzt insgesamt in etwa so viel Zeit Intus wie unser einer Tau-Durchlauf hier. Das ist auch so der Grund, wieso ich sage, ich mache nach den Tau noch mit den Necrons und maximal noch mit den Space Marines danach. Und das reicht dann eigentlich auch. Weil wir wollen ja auch irgendwann mal mit Soulstorm anfangen. Und wenn wir jetzt alle Völker machen wollten oder noch ein paar mehr, es dauert halt lange. Es zieht sich schon ein gutes Stück. Mit einem Volk durchzuspielen die Kampagne ist schon ein ziemliches Werk. So von der Zeit. Ich führe uns zum Sieg. Wie schon gesagt, mit einem Volk durchzuspielen hier im Spiel zieht schon genauso viel Zeit wie die gesamte Hauptkampagne durchzuspielen, beziehungsweise das gesamte Winter Assault. Das ist schon echt übel, wenn man so drüber nachdenkt. Wenn man sich bedenkt, dass man einfach das Spiel jetzt so, wie es jetzt ist, 5, 6, 7, 7 Mal, oder? Es gab jetzt 5 Völker mit Winter Assault, dann kommen nochmal 2, eigentlich 7. Ja, 7 Mal kann man das durchspielen hier auf diese Weise. Und jedes Mal nimmt so 10 bis 15 Stunden auf sich. Also, ich würde sogar sagen 15 bis 20. Wir haben ja jetzt schon fast so viel wie bei Winter Assault oder Dawn of War beim Hauptspiel. Und wir haben nur 2 Hauptstädte bis jetzt gemacht. Also Festungen. Ich glaube, das könnten am Ende 20 Stunden werden mit allen restlichen Festungen. Das heißt, wenn wir jetzt mit allen 7 Stunden... Das wären 140 Stunden Spielzeit. Ja, heilige. Ja. Das Spiel weiß, wie es sich streckt. Es ist quasi die ein und dieselbe Kampagne, bloß 7 Mal im Prinzip. Immer mit einem anderen Volk und immer mit ein paar kleinen anderen Dialogen und so. Die Typen, ne? Die Typen. Nicht nur, dass die hier über die halbe Karte schießen. Nein, die schießen auch mitten durch den Dschungel und durchs Gebirge gleich mitten durch. Passt schon. Ist in Ordnung. Und der Typ ist ja sowieso sowas von chillig gelassen. Der sollte jetzt eigentlich mit der anderen Hand einen Kaffee schlürfen dabei. Das wäre so genial. So ein Bier in der Hand oder ein Kaffee. Dot, 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 dot. Ah, mein Gott, nervt mich das alles an. Ah, komm, schieß mal mit beiden Waffen. Die brauche ich gar nicht mit vorzuziehen, die schießen schon von hier mit. Passt. Wurst. So, Ziel. Ich mache einfach irgendwas. Ich mache einfach mal irgendwas, das passt schon. Ich mache einfach das, was ich immer tue, ich mache einfach irgendwas. Es hat schon immer funktioniert. Was mache ich eigentlich für Taktik? Ich glaube, ich brauche gar keine Taktik, aber ich baue trotzdem mal was auf. Nur, dass wir was da haben für spätere. Für unsere Nachfahren. Wenn irgendwann tausende Jahre später Archäologen vorbeikommen und meinen Spielstand finden und sagen, oh,
Er war ein Kenner, er hat da Cossack gespielt und auf dieser Mission sogar eine Zentrale der Kotweißen gebaut. Das müssen wir gleich mal notieren. Vor allem, weil das ja Archäologen in tausenden von Jahren. Ich stelle mir gerade mal vor, die Menschheit wird in 50 oder 100 Jahren vernichtet oder so. Und Aliens finden so die Überreste der Menschheit und das erste, was sie finden, sind so Spiele von Warhammer 40k-Universum und denken sich, fuck, waren die schon weit entwickelt? Sind das alles historische Aufzeichnungen? Niemand kann sich den höheren Pol widersetzen. Warum haben wir von denen nichts mitbekommen? Das Imperium der Menschheit, die Space Marines, eieieiei. Davon hätten wir doch erfahren. Aha, ja. Ach, das war's schon. Alles klar. Und wir haben erhöhte Limits. Das ist schön. Ihr merkt, es geht jetzt fix. Aber ganz ehrlich, es ist der Anfang, der sich ein bisschen lang zieht. Sobald wir das dann haben, macht sich das verdammt schnell. Ihr könnt mir sagen, wenn ihr was gegen das Rushen habt. Aber auf der anderen Seite, wozu ewig in die Länge ziehen? Da mache ich lieber das Nötigste. Und ich würde mal sagen, wir pfeifen jetzt vielleicht doch auf ein paar Länder rein. Zumindest so, Groth-Alpha-Rudel interessiert mich weniger. Der Krisis-Kampfanzug interessiert mich noch als Garde. Nochmal zusätzlich. Die Geist-Kampfanzüge so lala. Das Bollwerk nehmen wir natürlich auch noch mit. Aber irgendwo gab es noch ein Feuerkrieger-Team, oder? Irgendwo hatte ich doch noch ein Feuerkrieger-Team gesehen. Ich glaube, das war hier. Jo. Ja, wen machen wir eigentlich als Nächstes? Wen wollen wir uns eigentlich fürs Finale aufheben? Die Necrons? Die Blood Ravens? Die Elder? Machen wir die Elder vielleicht sogar als Nächstes? Einfach damit wir es hinter uns haben? Das ist so die Sache. Das ist typisch. Das ist eigentlich so typisch Stealth-Klasse. Auch so in Rollenspielen. Ich will sie selbst nie wirklich spielen, aber ich hasse es, gegen sie kämpfen zu müssen. Es ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Gut, greifen wir noch hier das Ariel-Hochland an. Yay. Nicht nur sauber, sondern rein nach dem Sturm mit den Flammenwerfern. Ja, ja. Ariel-Hochland nach Ankunft der Inquisition. Nicht nur sauber, sondern rein. Mhm, zwinke, zwinke. Okay, der feindliche Kommandant ist ein abgehärteter Veteran. Die feindliche Streitkraft und Elite-Infanteristen und zwei Basen. Ich glaube, hier haben wir ein bisschen mehr zu tun. Okay, zack. Und nochmal ein Generator. Gleiches Prinzip und Angriff. Und schon wieder nichts Besonderes. Hm, also gibt es nur eine kleine Handvoll Spezialmissionen. Nicht alles, was uns einen Bonus bringt, ist eine Spezialmission. Vielleicht haben wir... Ja, wir haben jetzt dann im Prinzip alles an Spezialmissionen gesehen. Außer natürlich den Festungen. Hm, kann ja mal vorkommen. Okay. Möge es gelingen. Alter, wie ich mir den immer mit einer Kochmütze vorstelle, wie er gerade irgendwas umrührt oder gerade so eine Gans in der Röhre hat oder so. Hm, möge es gelingen. Das ist voll wie in der Kochsendung, der Typ. Da fehlt bloß noch Commander, hier, General, Commander, Meersalz. Commander Horst Lichter wäre stolz auf uns. Hören Sie uns zum Fleisch. Wir sind bereit, unseren Teil zu erledigen. Da unten sind gleich zwei Punkte neben. Was? Warum gibt es ja eigentlich immer doppelt kuschelnde Punkte? Ist das normal? Betrachten Sie es als erledigt. Markieren Sie ein Ziel. Na gut, dann nehmen wir mal da unten ein und so. Warum brauche ich... Ja gut, ich mache trotzdem mal ein Geist-Team vielleicht zum Erkunden. Feuerkrieger auch keine so schlechte Idee. Die habe ich letztes Mal ganz vergessen. Was machen wir eigentlich gegen die Elder? Gegen die Elder würde ich doch fast sagen, Krot ins Gesicht, oder? Elder im Nahkampf zu binden ist keine schlechte Idee. Gut, wenn sie Banshees haben, ist es eigentlich wurscht, aber so gegen schwarze Kinder zum Beispiel? Sagen Sie uns einfach, wo Sie uns brauchen. Ich meine, Sie haben Elite-Infanterie. Vielleicht spähe ich erstmal aus, was für welche Sie haben. Was für Elite-Infanterie? Fernkämpfer oder Nahkämpfer? Je nachdem entscheide ich mich, die im Nahkampf zu binden oder doch auf Entfernung gleich auszulöschen. Was? Ja, nee, ist klar, das ist in Ordnung. Tau gegen Elder ist irgendwie auch so, irgendwie...
Es hat so ein bisschen was von Darth Vader gegen Obi-Wan Kenobi oder so. Weil, wie ich ja schon mal so angedeutet hatte, für den technologischen Fortschritt der Tau, da wird sehr viel gemunkelt, dass da nicht auch die Elder ihre Finger im Spiel haben und den Tau unter die Arme gegriffen haben. An sich sehen die Elder auch am besten in den Tau am meisten Potenzial, ihr Nachfolger zu werden, wenn es die Elder mal nicht mehr gibt. Also, ja, man kann es tatsächlich so sagen, die Elder haben die Tau als ihren Padawan aufgenommen, mehr oder minder. Und die Beziehungen zwischen den beiden ist eigentlich auch sehr gut. Mich würde mal echt wundern, wieso die sich ja gegenseitig gerade noch so in die Haare kriegen. Weil ich glaube, also mittlerweile weiß ich Bescheid zwischen Space Marines und Imperium, da ist doch ein bisschen mehr dahinter, als nur die Säuberung des Planeten. Das kann ich auch mal erklären. Die Blood Ravens haben hier Artefakte ihres Ordens gefunden. Ehemalige. Und man weiß ja, wie unglaublich fanatisch die Blood Ravens sind, wenn es um Artefakte geht und Relikte. Und ja, die kriegen sich jetzt halt mit den Imperialen in den Haaren, weil die Blood Ravens jetzt gesagt haben, so, wir wollen unsere Artefakte bergen, lasst uns in Ruhe, zieht ab. Also zieht ab auf Befehl hier der Space Marines. Und die Imperialen weigern sich einfach, weil die ebenfalls wieder Befehle von oben bekommen haben, den Planeten auf jeden Fall zu halten und zu sichern. Und dementsprechend wissen jetzt beide Fraktionen, also sowohl Blood Ravens als auch Imperiale, nichts von den Zielen der anderen und merken einfach nur, ah ja, die widersetzen sich unseren Befehlen, die müssen jetzt ebenfalls ausgelöscht werden. Also es ist mal wieder so ein typisches aneinander vorbeireden, aber darin sind die Imperialen sowieso gut. Sagen Sie uns einfach, wo Sie uns brauchen. Die Space Marines natürlich auch, aber ich würde sagen, die Imperialen sind noch ein bisschen besser drin. Weil die Space Marines sind tatsächlich oftmals kooperative. Also Space Marines gehen viel öfter so Zweckbündnisse ein mit anderen Völkern oder ein paar diplomatische Beziehungen, als es das Imperium tut. Das Imperium spuckt meistens gleich direkt ins Gesicht. Super, die haben beides. Die haben sowohl Banshees als auch Schwarze Kinder und Ranger. Und Runenprophetin Taldir, die kennen wir doch noch. Tja, die ist auch ziemlich oft dabei. So wiedersehen wie mit Gorgas. Arme Banshee. Aber ja, mich würde mal fast interessieren, warum sich hier die Elder und die Tau sich nicht wirklich verständigt haben. Weil, wie ich weiß, sind die Elder hierher gekommen, um sich mit den Necrons zu raufen, ihrem alten Feind. Um die Bedrohung der Necrons irgendwie zu neutralisieren. Die Tau? Bei den Tau ist das doch hier eine Koloniewelt, oder? Die es jetzt zu schützen gilt. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Die könnten doch auch ziemlich gut gemeinsame Sachen machen. Es ist alles eine Frage... Insgesamt ist alles auf irgendeine Weise eine Frage der Absprache. Aber, ja, Warhammer halt. Diplomatie ist das... in etwa so gut gepflegt wie in Game of Thrones. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ich würde sagen, wir machen Kaujon. Geduldiger Jäger. Und Katzensprung dazu. Ich habe Lust, ein paar Elder anzuspringen. Im Übrigen noch was Lustiges zu den Elder an sich. Habe ich mir nämlich von der Weile auch nochmal durchgelesen, ein bisschen im Lexikanum, mich ein bisschen schlau gemacht. Was die Elder an sich angeht, auch ihre Anatomie, sie sehen von außen her, von ihrem Körperbau, den Menschen ziemlich ähnlich. Vor allem bei so einer Runenprophetin merkt man eigentlich, die sieht ziemlich humanoid, sehr menschlich sogar aus. Aber sie sind tatsächlich eher so von außen her sehr menschlich. Der gesamte innere Aufbau und die Organe sind komplett verschieden im Vergleich zu Menschen. Da gab es sehr, sehr viele gravierende Unterschiede. Zudem mit einem normalen Menschen verglichen sind die Elder viel, 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 viel leistungsfähiger von dem, was ich weiß. Sie haben viel stärkere Konzentration, sie haben schnellere Reflexe, sie haben auch viel stärkere psionisch ausgeprägte Fähigkeiten von Natur aus. Während es bei Menschen nur manche mit Begabung gibt. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, dass so ein Elder von normal her eigentlich einem gewöhnlichen Menschen überlegen ist. Wir sind bereit, unseren Teil zu erledigen. Shazla ist bereit zum Einsatz. Ja, die Antwort der Menschen auf alles, was ihnen überlegen ist, ist meistens so, oh, wir haben Space Marines. Die sind dann auch wieder allem anderen überlegen. Es ist irgendwie so richtig ein Schwanzvergleich, oder? Wer hat die noch besser überlegenen und modifizierten sonst irgendwas? Soldaten, Menschen, Krieger.
Obwohl, gut, die Antwort auf alles vom Imperium, wenn ansonsten alles schief geht, ist ja normalerweise nicht Space Marines, sondern Exterminatus. Ich stelle mir gerade vor, wie der Imperator, als er noch klein war in der Schule war. Irgendwas, Lehrer hat genervt oder irgendeine Arbeit verbockt. Jetzt reicht's, Exterminatus. Gut, wir wissen alle, der Imperator ist schon seit der Steinzeit irgendwie dabei, die Menschheit zu leiten und zu führen. Na gut, er ist schon, existiert schon seit der Steinzeit irgendwie erst so ab Mittelalter oder so, hat er langsam angefangen, so mit ins Geschick der Menschen mit reinzuspinnen. Irgendwie so war das. Aber ja, ich stelle mir das halt ziemlich lustig vor. So Exterminatus ist einfach die Antwort auf alle Fragen. Mehr braucht man nicht zu wissen, Exterminatus fertig. Exterminatus, Punkt. Was ist 1 bis 1 Exterminatus? Wieso können Kühe fliegen, Exterminatus? Wenn ein Zug von München nach Berlin mit 60 Stundenkilometern fährt und ein anderer Zug, Exterminatus! Immer richtig! Dürft ihr nicht vergessen. Ist immer richtig. Ihr seid ein wahrer Diener des Imperators, wenn ihr auf jede Frage mit Exterminatus antworten könnt. Und die Elder gehen vor die Hunde. Ui, die Banshees haben mittlerweile aber ziemlich was an Nahkampfpower dazu bekommen. Wir haben übrigens sehr, sehr viel von unseren Stadttruppen verloren. Das ist gemein. Hören Sie uns zum Fleisch. Bild mal so. Nochmal neue Feuerkriege. Anforderungen. Das ist ziemlich gemein hier mit den Anforderungspunkten allgemein. Hier haben wir auch eingenommen, oder? Gut. Schon erwähnt, dass es einfach nur eklig ist, gegen die Elder zu kämpfen. Ich will hier nicht mehr, ich will weg hier. Rotweißer, dich könnte ich noch gebrauchen. Zufällig vielleicht bei dem Krot. Die Stabilität, nee, das war gegen die Wolf. Schallimpuls. Und schon vorbei. Toll, dir. Koko. Oh. This planet is ours, Witch. Ups, falsche Rolle. Hunde. Hunde, 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 Hunde. Die Koalitionszentrale habe ich da. Ja, dann können wir den Krotox bauen. Ist auch nicht verkehrt. An sich würde ich jetzt aber erstmal gucken, dass wir mehr Ressourcen bekommen. Also weiter aufbauen. Du kommst mal wieder zu. Ihr könnt übrigens mal hier Mampf-Mampf machen. Im Übrigen ist ebenfalls was lustig. Sind hier Ranger irgendwo in der Nähe? Müssen, sonst würden die ja nicht so viele Lebenspunkte hier so viel Moral verlieren. Lebenspunkte sehen gut aus, Moral geht aber total in den Keller für nichts, dann müssen zu Ranger sein. Absoluter Krieg wird erforscht. Ja, ich höre sie sogar schon. Da sind sie. Chasi, Chasi, kommst du mal? Das sind Ranger, machst du sie kaputt? Ich bräuchte Speer. Na gut, ich hole mein Speerteam raus. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, mal Ziele zu markieren mit denen, oder? Ihr könnt ruhig ein bisschen weiter schnabulieren.
Also die Elder machen jetzt ziemlich Druck. Vorsicht, ich möchte euch jetzt nicht verlieren, einfach so. Einen Trupp habe ich schon verloren jetzt auf diese Weise. Hat mir ein bisschen hinten. Ich habe die Kroten da auch schon wieder. Boah. Okay, also die Elder gehen mir doch ein bisschen so auf die Nerven. So ganz leicht. So, nochmal Feuerkriege. Boah, die Anforderungspunkte. Mein Stück zurück. Ich glaube, wir halten uns ein bisschen defensive. Hier wird dann doch ein bisschen Druck gemacht, habe ich mitgekriegt. Ach ja, Schassler sind übrigens Feuerkrieger. Beziehungsweise Schassler. Ich glaube, Schassler war einfach die Feuerkaste, oder? Irgendwie so in der Art. Schassui. Ja doch, Schassler sind Feuerkrieger, stimmt. Schass ist die Feuerkaste, genau. Weil er hier heißt ja auch Schass-O-KIs. Schass ist die Feuerkaste, O ist der Commander und KIs ist sein Name. Und Schassler sind Feuerkriege. So war's. Jetzt macht's Bling-Bling. Leute, werden wir gerade überrannt? Kann es? Kann es? Fragezeichen. Smithers, lassen Sie die Hunde los. Verflucht. Alter. Oh, nö. Fuck, wollt ihr mich fertig machen? Ja gut, wollen sie, klar. Aber boah, ihr macht mich fertig, Leute. Schlinge, 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 Schlinge. Schlinge für die Schlinge. Schlinge für die Schlinge. Alter. Gibt's denn sowas? Ja. Ich würde sagen, wir werden überrannt. Herzlichen Glückwunsch. Unsere erste Niederlage. Muss ja auch irgendwann mal kommen, oder? Gut, ich habe jetzt hier einiges falsch gemacht, aber trotzdem bin ich ein bisschen überrascht, dass die Eltern mich jetzt so niederbeuteln. Aber okay, das war wohl mal nötig, scheint so, oder? Tschüss, Kai. Der liegt doch schon, trampelt doch nicht auf ihn ein. Alter Falter, machen die mich fertig. Das müssen wir bei Zeiten nochmal versuchen. Vielleicht gleich beim nächsten Mal? Mal schauen. Ich warte noch, bis hier alles kaputt ist. Ich warte, bis der Teller leer gegessen ist und so. Sie haben es nicht geschafft, das Ariel-Hochland zurückzuerobern. Sieger sind die Elder-Invasoren vom Weltschiff Ultwe. Yay, Bollwerk nicht verdient. Kriege ich eigentlich auch Auszeichnungen, wenn ich verliere? Jetzt habe ich meine gesamte Leibgarde verloren und boah, das ist böse. Das war böse. Ja, sehr schön. Das war mein zweiter Angriff. Aber hey, ich konnte zweimal angreifen. Aber wie gesagt, jetzt ist die gesamte Garde, die ich mitgenommen habe, weg. Toll, nicht wahr? Okay, an der Stelle machen wir dann gleich weiter.